Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben es mit Supermutanten zu tun. Immer noch, wir haben aber schon den Hund getötet. Aber irgendwo hier schläft noch ein Supermutant. Er hat auch schon mal auf uns geschossen in der letzten Episode. Aber diesmal hat er sich gut versteckt vor uns. Ich hoffe, der kommt nicht gleich angerannt mit einer Bombe. Vergiftung, ja. Wir gehen von der anderen Seite ran. Wir müssen ihn erstmal nur sehen. Er uns aber nicht. Hier kann man rübergehen, das ist sehr gut. Hoffentlich Majorlurk-frei die Gegend hier. Das fehlt uns auch noch, dass uns sowas irgendwie jetzt angreift. Sieht alles danach aus. Hier könnte einer drunter rücken, zum Beispiel. Ach, wir sind zu weit. Es ist gespenstisch. Gespenstisch. Ja, das Wasser muss aufbereitet werden. Das sehen wir. Das sehen wir so. Kein Supermutant zu sehen. Nun gut, dann gehen wir außen rum und dann dort, da kann man gar nicht rum. Außen rum kann man, glaube ich, gar nicht, wie das aussieht so. Aber das da. Noch ein Stück, ich komme nicht dran. Von hier vielleicht? Ja, Blutblatternte. Ich dachte schon, da dreht sich ein Mutant im Kreis immer. Aha! Wir haben ihn. Granate. Jupp, perfekt. Oh, der ist das. Na, er möchte doch sowieso sterben. Dann schmeiß dich einfach auf die Granate und alles ist gut. Allerdings, aber ich glaube nicht, dass er hier. Wow, doch, ich glaube doch, dass er kann. Er kann so vieles, was wir nicht können. Super schnell rennen zum Beispiel. Genau, Preston. So, mach das ruhig weiter so. Oh, da ist noch einer. Jetzt ehrlich? Jep, wirklich. Der trifft sogar. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war sehr gut. Wir müssen etwas ruhen und Wasser trinken. Und abspeichern nicht vergessen. Ja, das war gut. Kann es sein, dass man bei diesen Creeper-Mutanten, dass man da einfach die Bombe treffen muss? Kann das sein? Er hat Kronkorken dabei. Nukleares Material. Sehr gut. Knochen des rechten Fußes. Naja. Dann haben wir ein bisschen Ballast. Ist auch gut. Hat er nix. Den hat es aber ganz schön zerfetzt. Da ist ein Stück Finger ab. Widerlich. Ach, da unten. Der ist hier irgendwie durch das. Naja, Supermutanten sind ja schon verstrahlt. Wahrscheinlich macht denen die Strahlung dann gar nicht so viel aus. Aber dennoch würde ich jetzt den einen ganz gerne. Naja, diese Waffe wird wohl kaum reichen. Aha, mir fällt ein, wir haben doch da noch was Schönes für ihn. Aber was? Lasergewehr, Lasergewehr. Oh, das Kampfgewehr. Naja, dieses Lasergewehr vielleicht. Okay, das versuchen wir jetzt. Das heißt, wir versuchen es nicht nur, wir machen es. Ja, wir müssen hier durch die Brühe, dann sind wir aber wieder verstrahlt. Ist wieder nicht so toll. Oh, da oben ist er. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht durch die Brühe. Oh, ich war sogar ganz gut zu treffen da. Ja, der ist schon. Siehst du sie? Ja, hinter diesem Baum verstecken hier.
Das war's. Oh Mann. Wir sind am Kopf getroffen. Okay, okay, wir brauchen eh ein Stimpack. Und wir brauchen, ja, wir brauchen das hier. 31. Ja. Ach, stirb doch endlich. So wie wir können das. Wir können anständig sterben. Und du? Wieder ein Sieg für die Minutemen. Aber wie? Hallo, Kosten, wo bist denn du? Supermutanten sind noch schlimmer als Raider. Man kann mit ihnen nicht verhandeln und sie nicht bestechen. Man kann sie nur töten. Ganz genau. Wir müssen jetzt wohl hier durch. Oder wir müssen den ganzen Weg außenrum. Ja, komm. Hier haben wir fertig. Oh, und dabei haben wir noch diese hier gefunden. Ah, nicht da rein. Alles verstrahlt hier. Ups. Oh nein. Die Strahlung hier ist hoch. Die Strahlung hier ist hoch. Na gut. Und wohl nichts gewesen. Oh, wir sind schon da. Oh, wir haben nicht gleich der Letzte. Ich hoffe, das ist der Letzte. Aus dieser Entfernung, Preston, ist das nicht ein bisschen zu mutig? Genau, du scheuchst ihn raus und ich warte so lange hier. Der ist da drüben, nicht bei mir. Um die Ecke hier. Ach, der ist da drin. Mensch, wir spielen. Bring es hinter uns. Oh, der hat aber auch was. Oh, der kann gut verteidigen. Trinken. Okay. Na, wo ist er denn? Alles leere Drohungen. Oh, oh, Preston ist schon drin. Bin schwer verwundet. Große Feuerschüsse. Ach, die kriegen wir doch jetzt. Oh, 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 das war knapp. Ich sollte Preston irgendwie so ein rotes Kleid anziehen oder sowas. Damit ich ihn besser von den anderen unterscheiden kann. Das kann doch nicht sein, der war doch gerade schon so gut wie tot. Ja, aber wo ist er denn? Wo? Ich sehe ihn einfach nicht. Es ist ganz, ganz übel, wenn man den Gegner nicht sieht. Da. Kein Grund zur Sorge. Ihr Menschen unterschlafen. Ach, komm her. Nein! Nein! Oh, na gut. Ich hoffe, wir haben abgespeichert. Ich bin sicher, wir haben abgespeichert, aber wo? Okay, hier ist gut. Hier ist sehr gut. Ein einziger noch. Der kann doch nicht so ein Theater da machen. Ups, hoppla. Genau. Preston! Das wusste ich ja gar nicht, dass du sowas kannst. Nanu? Bin ich. Ach, da. Genau, Kronkorken, 38er Patrone, Blayfliegenfleisch und schallgedämpft und gehärtet Panzerbrechend irgendwas. Wir brauchen auf jeden Fall
Munition. Hier sind Kronkorken. 44er Patrone, 45er Patrone. Radioaktive Drüse. Und ja, die liegen alle noch da. Wunderbar, Preston. Jetzt stauben wir hier erstmal richtig ab. Richtig. Munitionskiste. 38er. Her damit. Und schwer was? Schwere Mutantenhandschuhe. Na, die lassen wir lieber liegen, wenn die schwer sind. Und Öl. Wir haben Öl. Und wir haben Klebeband. Und was ist denn mit der zweiten? An die eine kommen wir ran. Zur Seite damit. Ja, Plasmakartusche. Kaliber 50 endlich. Und Gleisbolzen. Oh, das ist gut. Kriegen wir jetzt vielleicht das Gleisgewehr schon? Hier könnte man schlafen. Und benutzter Ölkanister. Preston wird schon gleich wieder sagen. Brauchen wir das überhaupt? Kronkorken. Schrotpatrone. 556er und Splittermine. Kronkorken und 45er Patrone. Brustkorb und Wirbelsäule. Na, ich erstmal nicht. Also, das lassen wir erstmal da drin. Wieso ist denn hier sowas? Ist das eine Falle? Kann das sein? Das ist einfach nur so ein leeres Netz. Oh, Musik. Hier, Kaliber 50 und 308er und Molotow-Cocktail und ein Scharfschützengewehr. War aber nicht schnell genug, auch wenn es schnell dran steht. Und hier, wieder etwas Besonderes. Scharf-Sint-Rüstung, linkes Bein. Vielleicht können wir das gebrauchen. Oh ja, plus 1 Charisma und Intelligenz. Gewicht 3 und Schadenresistenz, Schussresistenz, 8 und 11 nochmal gegen Energie, ja, linkes Bein, immerhin. Oh, noch mehr, 38er Patrone, Stechflüglerfleisch, Kurzautomatik, Impro-Gewehr und, naja, die Schädelgesichtsplatte, die brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Ja, da drin ist ein Radio. Und da drüben müsste auch noch einer liegen. Und hier eine Raketenwerfer. Ich mag das Töten nicht, aber Supermutanten sind eine Ausnahme. Ach so. Er mag es, Supermutanten zu töten. Nun gut, Kronkorken, Rakete, Brahminfleisch und Planke lassen wir ihn. Ach, wir gehen erst da gucken. Und dann gucken wir nach dem Radio. Hier ist nichts. Nichts Schönes für uns versteckt hier. Nein. Und dort? Oh, ja, das ist gut. 308er Patrone, Maulwurfsrattenfleisch und ein Jagdgewehr. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Ich bin mir sogar sicher, dass die das nicht mehr brauchen. Eine Kampfflinte, kurz. Bierflaschen, na gut, die müssen wir mitnehmen. Könnte jemand drüber stolpern sonst. Bierflaschen und Trinidad Ale, sowas trinken die auch. Und eine einzelne Schrotpatrone. Egal, die nehmen wir mit. Und hier, jawohl, eine Munitionskiste mit 308er Patronen noch mehr, Schrotpatronen noch mehr und 38er Patrone. Was wollen wir denn mehr? Hier 10mm Patrone, natürlich sowas. Und Schrotpatrone. Und Supermutanten-Klingenhelm. Ja, leider haben wir diesen Strong nicht dabei. Dass die hier überhaupt in die Schlafsäcke reinpassen. Strong hätten wir damit schön schon ausrüsten können. Wie viel tragen wir denn? Vielleicht können wir die Sachen ja für später mal mitnehmen. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind das Sachen, die man nachher vielleicht abwerfen könnte unterwegs. Und dann kriegt man sie nie wieder. Egal, wir nehmen das jetzt mit. So schwer wird es schon nicht sein. Okay, der explodierte war da hinten. Jetzt geht's noch zum Radio.
In der nächsten Folge sind wir am Radio und werden sehen, was in dieser kleinen Hütte noch zu sehen ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.